Willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2 mit einem Asura-Waldläufer. Vor dem Schnitt wollten wir bei diesem Herzchen-Quest weitermachen und ja, machen wir doch am besten gleich jetzt. Veralteter Schrottbot. Cool. Ich will auch so einen Teil. Der denn an? Schuhe. Mhm. Okay. Wir wollten ja eigentlich zu einem ganz anderen Herzchen-Quest da oben, der für Stufe 4 vorgesehen ist, und wir sind ja auch Stufe 4 noch. Ja, in der Hoffnung, dass wir vielleicht, naja, wahrscheinlich weniger, noch Stufe 5 kämen, bevor wir dann weiterkommen. Exterminieren! Skala. Ja, wenigstens ganz. Türchen schön vergiftet. Oh, cool, eine Farbe. Eine Farbe, was für eine Farbe? Oh, zwei Farben sogar. Oh. Avocado-Farbe und Frühlingsblattfarbe. Die bräuchte man bei Sylvari. Die ganze Zeit auf mich. Hilfe! Squidhirniger Dummkopf! Raus aus dem Wasser mal. So, alle erstmal raus aus dem Wasser und gucken. Wut auf Maximum! Saftiges Tangbeet. Brauche ich das auch für irgendwas? Hmm.
Vermutung, der Herzchenquest könnte etwas dauern. Exterminieren! Drücken, dann hier auf dieses kleine Symbol neben dem Namen gehen und dann einen neuen Namen eintippen. Klingt einfach, ist es auch. Ja, unter Wasser kann man eigentlich magisch sein, aber irgendwie sind wir schon fast interessant. Aber erstmal ja. Stückle hier raus und unser Tierchen wiederbeleben. Totes Tier kann nicht kämpfen, lebendes Tier kann aber. Ist schon irgendwas, wenn wir gerade noch angegriffen? So, jetzt wird verletzt und ein neues Event. Da machen wir doch gleich mit. Oder nicht? Hey, irgendwas hat er doch richtig böse angegriffen. Was muss ich jetzt eigentlich dann machen? Zur Oberfläche schwimmen? Ja, ich bin doch oben. Lass mich das wenigstens aus dem Wasser raus. Nein. Mann, ey. Leute. Das war mies. Jetzt in der Kirche mich wieder belebt. Da machen wir eine Gemeinheit. Zustand bessert sich. Müssen wir es halt manuell wieder beleben. Okay, 6 Gegner. Gruppe auf.
4 wahrscheinlich. Ist auch schon ein bisschen, und zwar mehr. Okay, Event geschafft. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir noch das Herzchen-Quest schaffen. Wohin? Irgendwo hatte ich doch saftiges Tannenbeet entdeckt. Hier zum Beispiel. Da drüben ist nochmal eins. Ich würde halt am liebsten das Event noch schaffen, bevor ich wieder aus Zeitgründen einen Cut machen muss. Aber ich glaube fast, das wird nichts. Ich fühle mich riesig. Na, vielleicht haben wir doch noch Glück. Wenn wir Glück haben und nach dieser Gift-Dingens-Quelle hier nach dem da haben wir es geschafft, dann schaffen wir das vielleicht noch. In time. Juhu, Quest geschafft. Herzchen Quest. Damit, mache ich jetzt hier mal kurz einen Cut und würde ein neues Video anfangen. Ich gehe gerade schnell am Land wieder erst, bevor ich das mache. Würde ich sagen, mache ich hier einen kleinen Video-Cut und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis gleich dann.